Herzlich willkommen bei Böhmers Börsenwoche. Heute mal wieder im neuen Umfeld, denn ich bin einfach rausgegangen, denn der goldene Herbst, der lockt doch nach draußen. Heute an dem Freitag, den 13. Eigentlich ein Unglücksdatum, aber an den Börsen hat es sich herausgestellt, in dieser Woche, der 13. war das Glücksdatum, denn endlich ist der DAX über die Marke von 13.000 Punkten gesprungen. Ich habe in den vergangenen Wochen häufiger darauf hingewiesen, dass das bald passieren könnte. Jetzt ist es passiert. Und der Gesamtindex ist nach oben gegangen. Was das bedeutet, habe ich Ihnen in den vergangenen Wochen schon erklärt. Aber heute habe ich noch was ganz Besonderes für Sie. Denn ein DAX-Titel, der steht heute auch wieder mit bei den Top-Werten und erreicht die Marke von 25 Euro. Und dieser DAX-Titel, der hat in 12 Monaten über 150% an Wert gewonnen. Das müssen Sie sich vorstellen. Ein DAX-Wert mit einem Kursplus von 150% in 12 Monaten. Das hört sich fast unglaublich an, aber die deutsche Lufthansa hat das geschafft. Die größte deutsche Fluglinie, die hat in dieser Woche eben die Marke von 25 Euro erreicht, erstmals in der Geschichte. Und das Unternehmen hat neben den positiven Nachrichten, die es selbst produziert hat, eben auch von einer guten Branchenstimmung profitiert. Das war schon in den vergangenen Monaten so. Und spätestens, als klar war, dass die Air Berlin nicht mehr zu halten ist, nahm der Kurs auf jeden Fall Angriffe auf neue Höhen bei der Lufthansa. Denn klar war schon ziemlich schnell eigentlich bei dem Bieterverfahren, dass die Lufthansa gute Karten hat, bei Air Berlin einzusteigen und Teile des Unternehmens zu übernehmen. Das ist genau jetzt gemeldet worden. Und jetzt ist die Lufthansa eben dabei, die Marktstellung in Deutschland weiter auszubauen. Die Lufthansa hat das Potenzial und auch den festen Willen, 80 Flugzeuge von 130 bei Air Berlin zu übernehmen. 3.000 von 8.000 Angestellten sollen auch übernommen werden. Damit wird die Lufthansa ihren Standort in Deutschland und ihren Marktanteil in Deutschland massiv steigern. Aus Verbrauchersicht müssen wir wirklich aufpassen, denn was natürlich passieren kann, ist, durch den Wegfall des Konkurrenten Air Berlin kann es natürlich gut sein, dass die Ticketpreise auf viel beflogenen Strecken tatsächlich ansteigen werden. Das müssen wir erstmal noch beobachten. Aber die Börse bewertet aktuell die Lage der Lufthansa positiv und deswegen geht es weiter nach oben mit dem Wert, eben jetzt auf einen neuen Rekordwert. Und was ich Ihnen mit der Lufthansa nur mitgeben will, ist, dass selbst bei bekannten deutschen Aktien aus der ersten Reihe, aus dem DAX, solche massiven Kurszuwächse in 12 Monaten möglich sind. Das ist nicht die Regel, das ist auf jeden Fall die Ausnahme, keine Frage. Aber so etwas mit 150% in 12 Monaten ist auf jeden Fall möglich. Und ganz ehrlich, wo findet man sonst noch solche Anlagechancen? So. Das soll es gewesen sein in dieser Woche mit Böhmers Börsenwoche. Ich freue mich auch, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind.